Leonardo DiCaprio wird 50 Jahre alt am Montag. Ja. Oh mein Gott, 50 Jahre wird er alt. Oh mein Gott, der sieht ja aus wie 30. Ja, der ist grandios, also schauspielerisch. Welche Filme verbinden Sie mit ihm? Wir alle kennen natürlich Titanic. Wie finden Sie ihn? Also mein Lieblingsfilm ist tatsächlich Gilbert Grape, irgendwo in Iowa. Ja, das war so seiner ersten Filme. Und auch This Boy's Life mit Robert De Niro. Da war er noch ganz jung, die Filme kennen viele gar nicht. Und dafür hätte er auch schon Oscar verdient gehabt. Und ich finde, Leonardo DiCaprio muss viel mehr gewürdigt werden. Ja, also viel mehr Oscars bekommen. Das ist ja immer so, oh Gott, der Arme. Ja, so tolle Filme und irgendwie gewinnt er nie. Aber ich glaube, dem ist das jetzt mittlerweile auch total egal. Er ist immer noch nicht verheiratet. So. Aber viel mit seiner Mutter unterwegs auch. Können Sie sich vorstellen, warum es schwierig ist, warum er keine Frau hat? Naja, also Leonardo DiCaprio ist ja bekannt dafür, dass er irgendwie nie eine Frau oder über 25 datet. Der hat ja immer ein Topmodel nach dem anderen. Der kann sich einfach nicht festlegen. Vielleicht sollte er auch mal so eine normale Frau suchen, ne? Also so ein aus dem Volk oder so. Also viele werden ja dann mit solchen ganz normalen Frauen auch super glücklich, so. Victoria's Secret Models, mein Gott, diese müssen ja nicht schlecht sein. Aber anscheinend ist es nicht das Wahre, wenn er sie alle 3, 4, 5 Jahre immer austauscht. Jetzt hat er ja gerade eine, mit der ist er auch schon lange zusammen, auch wieder ein Topmodel. Aber irgendwie glaube ich, der Leo, der wird sich nicht festlegen wollen. Ist halt, ja, der liebt das halt so neben, dann soll das auch leben. Er ist viel mit seiner Mutter unterwegs auch so, also diese Beziehung Mutter-Sohn, wie denken Sie darüber? Na, ich finde das ganz, ganz toll, wenn man eben auch mit seiner Mutter nicht dieses Mutter-Sohn-Verhältnis hat, sondern eben auch wirklich so Freundinnen-Verhältnis. Also, dass man eben auch wie so ein Kumpel ist für die Mutter. Also, mit meiner Mutter habe ich auch ein super freundschaftliches Verhältnis, so irgendwie wie eine Freundin. Und das ist halt auch irgendwie das Schöne, nicht so dieses Belehrende, was Mütter ja gerne an sich haben, sondern so, dass die Tochter trotzdem noch alles erzählen kann oder der Sohn. Das finde ich super. Dankeschön.